Was geht, Leute? Willkommen zu diesem Video. Und heute ist ein sehr, sehr geiler Tag. Hinter mir seht ihr gerade eine Gondel. Und diese Gondel führt jetzt auf 2500 Meter nach Cicada. Und Cicada habe ich schon vor ein paar Wochen mal bei Instagram gesehen. Macht man das Zelt auf, guckt raus und sieht den Sonnenaufgang. Und seitdem bin ich davon mega geflasht. Und heute ist es endlich soweit. Wir schlafen heute auf Cicada und wachen morgen früh hoffentlich beim Sonnenaufgang auf. Die letzten beiden Tage hat es komplett nur geregnet, nur gewittert, konnten nicht viel machen, waren gestern im Schwimmbad. Und jetzt sind wir natürlich umso happier, dass es heute richtig losgeht mit geilem Wetter nach Cicada. Und hier laufen gerade die letzte Vorbereitung. Wir packen die Sachen, den Backpack, das Zelt und dann geht's ab mit der Gondola nach oben. Ab geht die Luzi! Haho! Cicada willkommen! Ah, rein hier, Buddy! Ah. Oben angekommen. Holy shit! Was geht hier ab? Wir sind gerade auf der Suche nach einem Spot für heute Nacht. Ah. Brutal. Holy shit, ey. Krasser Shit. Da oben pennen wir irgendwo. Oh. Oh yes. Holy shit. Nicht mehr weit. Willkommen an unserem Schlafplatz für heute Abend. Holy moly. Hier geht gerade richtig die Party ab. Wir haben hier eine schwedische Kletterin am Start. Hast gerade gehört, die war gerade da hinten. Wow. Hier ist es einfach so schön. Brutal. Hey Leute, was geht? Ich bin hier gerade an einem super, super schönen Ort. Die Sonne geht gerade so ein bisschen unter. Ich nehme es gerade mit dem Handy auf. Meine Kamera liegt nämlich da hinten bei Cotti. Und Cotti darf das Ganze hier nämlich nicht mitbekommen. Denn ich habe auch einen Kumpel von mir. Jaya Ali hat ein Projekt ins Leben gerufen, Out of Sight. Und dieses Projekt ist für alle kreativen Leute da draußen, die eine Vision haben, die etwas in der Welt sehen und diese Message nach außen tragen wollen. Und ich habe zwei T-Shirts bestellt, eins für Cody, eins für mich. Und er weiß noch nichts davon. Ich muss ein bisschen leise reden und ich möchte ihm die hier an den wundervollen Ort übergeben. Und ich bin sehr gespannt, wie er reagiert. Und ja, ich möchte das einfach mit ihm teilen und diese Vision auch mit ihm teilen und diese Vision auch unterstützen. Und das ist einfach der perfekte Ort dafür. Ich finde sie gerade mega schön. Einfach wunderschön. Und das ist der letzte Tag unseres Roadtrips. Wow. Einfach schön. Okay, Cody, wir beide müssen mal zu dem Spot da hinten. Nö, du brauchst gar nichts. Du brauchst gar nichts. Holy shit, ist das nice. Ey, Cody, danke, dass wir das zusammen machen, Mann. Ey, gerne. Alter Falter. Danke, dass du mit beides. Zweit ist echt nice, man kann sich gegenseitig voll gut helfen. Mega, oder? Ja. Aber ich finde, zweit ist perfekt. So Foto und Video kann man nicht alleine machen. You never really realize how far you've come until you really step back and take it all in. To me, it represents everyone who right now is listening to the ones who spend countless nights working on their craft. Something they dream of someday showing to the entire world. To me, it represents the role models, the moms, the dads, the friends who say, I see something in you. I believe in what you see. Do everything that everyone told you not to do. And carve your own path completely out of sight.
Das ist ihm absolut unreal, was hier gerade passiert. Holy shit. Wow. Wow. Genau dafür lebe ich. Genau dafür. Wow. Ist das schön. Holy shit. Ist das brutal. Oh mein Gott. Location, fahren runter mit der Gondel, gehen zum Supermarkt und fahren nach Hause. Ich freue mich riesig auf ein Bett und auf eine warme Dusche. Here we go. Go! Oh, ist das steil hier. Crazy shit. Mega, mega cool. I love it. Home.